Das Orgelporträt. Die Knauf-Johnsen-Orgel in Friedrichslora. Friedrichslora ist ein Ortsteil der Gemeinde Großlora im Landkreis Nordhausen in Thüringen. Der Ort liegt am nordwestlichen Ausläufer des Höhenzuges Hainleite. Vom Fuß der Hainleite flacht gen Norden die Landschaft kupiert ab und geht in kleinere Anhöhen über. Friedrichslora wurde erst im 18. Jahrhundert durch eine Siedlungsmaßnahme Friedrichs des Großen gegründet, daher auch der Name des Ortes. Die ersten Ansiedler waren Wollspinner und Weber, hauptsächlich aus dem Eichsfeld, aber auch aus Österreich und Italien. Die Straße, in der die ersten 22 Häuser errichtet wurden, heißt deshalb heute immer noch und ganz offiziell 22er Straße. 1950 entstand die Gemeinde Großlora durch den Zusammenschluss der bisherigen Gemeinden Friedrichslora, Großwenden und Kleinwenden. Das Dorf Friedrichslora besitzt zwei Kirchen, eine evangelische und eine katholische, und beide sind dem heiligen Bonifatius geweiht. Und noch etwas haben beide Kirchen gemeinsam, denn beide besitzen Orgeln aus der Werkstatt der Familie Knauf in Bleicherode. Das Instrument in der katholischen Kirche wurde 1844 von Gottlieb Knauf errichtet, später allerdings im Klangbild verändert. Die 1852 erbaute evangelische Kirche, eine Saalkirche aus Fachwerk ohne Turm, bekam nach ihrer Errichtung ebenfalls eine Orgel von Gottlieb Knauf, deren schlichter nachklassizistischer Prospekt noch heute vorhanden ist. Das klingende Innenleben wurde 1906 erneuert, und zwar durch die Firma Robert Knauf und Sohn, Inhaber Friedrich Johnsen. Von den rund 175 bis heute mehr oder weniger verändert erhaltenen Orgeln aller Generationen der Familie Knauf ist sie eine der zeitlich allerletzten überhaupt. Verklungen ist soeben die Choralbearbeitung »Ach Gott, vom Himmel sieh da rein« von Wilhelm Volkmar. Einer der wandlungsfähigsten, aber auch exzentrischsten Komponisten des frühen 20. Jahrhunderts war Siegfried Karg-Ehlert. 1924 veröffentlichte er unter dem Titel 33 Porträts, Opus 101, eine Sammlung von Stilkopien, frei nachempfunden der Tonsprache bedeutender Komponisten von Palestrina bis Schönberg. Hören wir hieraus nun die Villanella, à la Orlando di Lasso. Musik
Geschichte der Orgelbauerfamilie Knauf beginnt im späten 18. Jahrhundert mit dem 1762 geborenen Valentin Knauf. Dieser hatte seine Werkstatt in Groß-Tabarz bei Gotha und sein Sohn Friedrich Knauf übernahm später die väterliche Werkstatt. Sein 1810 geborener jüngerer Bruder Gottlieb Knauf heiratete 1838 eine Frau aus Bleicherode und errichtete im selben Jahr eine eigene Orgelmacherwerkstatt in seinem neuen Heimatort. Nach Gottlieb Knaufs Tod 1872 ging die Werkstatt an seinen 1839 geborenen Sohn Robert Knauf über, und als dieser im Jahre 1900 verschied, stand bereits der 1869 geborene Ernst Knauf bereit, um die Familienwerkstatt zu übernehmen. Ernst Knauf hatte im väterlichen Unternehmen sein Handwerk erlernt und dann vermutlich in Luzern bei der Firma Goll gearbeitet, wo er den Bau pneumatischer Trakturen kennenlernte. Doch bereits 4 Jahre nach der Übernahme des Unternehmens, Ende 1904, verstarb Ernst Knauf im Alter von gerade einmal 35 Jahren an einer Blutvergiftung. Einige Monate zuvor, im Januar 1904, war Friedrich Johnsen als persönlich haftender Gesellschafter in die Firma Knauf eingetreten, die seitdem als offene Handelsgesellschaft firmierte. Johnsen wurde 1873 in Humtrup bei Süderlügum in Nordfriesland geboren. Er arbeitete zunächst bei der KUK Hoforgelfabrik Gebrüder Rieger in Jägerndorf im damaligen Österreichisch-Schlesien, wo er es bereits in jungen Jahren zum Direktor brachte. Nach dem plötzlichen Tod von Ernst Knauf erwarb Friedrich Johnsen von dessen Witwe die gesamte Fabrik und erbaute mit Hilfe eines Darlehens des Bleicheröder Bankhauses Frühberg neue Werkshallen. Das Unternehmen hieß nun Kunstanstalt für Orgelbau Knauf und Sohn, Inhaber Johnsen und Co. Doch offensichtlich hatte sich Johnsen damit finanziell übernommen. Schon 1906 zeichneten sich wirtschaftliche Probleme ab und 1908 musste schließlich das Konkursverfahren über das traditionsreiche Unternehmen eröffnet werden. Von Johnsens Arbeiten ist vor allem die Konzertorgel des Frühschen Gesangvereins im Saal des Gasthauses Dreilinden in Nordhausen bekannt geworden. Doch ist diese Vorzeigeorgel bereits im Ersten Weltkrieg geplündert und später aufgegeben worden. Erhalten sind aus der kurzen Zeit seines Schaffens nur 2 kleine, einmanualige Orgeln, beide 1906 erbaut. Sie stehen in Kraja und in Friedrichslora. Über das weitere Schicksal von Friedrich Johnsen ist nichts bekannt. 1909 schrieb er letztmals eine Postkarte aus Berlin und verschwand dann spurlos. Einige Jahre später wurde seine Frau als Witwe anerkannt. Thank you.
Die 1906 vollendete Orgel von Friedrich Johnsen in Friedrichslora besitzt 8 Register auf einem Manual und Pedal mit pneumatischen Kegelladen. Sie wurde kaum verändert, nur 1960 wurde die Gambe entfernt. Im Rahmen der letzten Restaurierung 1999 durch den Orgelbauer Karl Brode aus Heiligenstadt wurde aber wieder eine historische Gambe aus der abgebauten Kiesling-Orgel in Obergebra eingebaut und somit das originale Klangbild wiederhergestellt. Das Manual hat einen Umfang bis zum dreigestrichenen F und die Register Prinzipal, Gamba, Hohlflöte und Gedackt 8 Fuß, eine Oktave 4 Fuß und eine Rauschquinte zweifach als Klangspitze. Das Pedal hat einen Tonumfang bis zum eingestrichenen D und verfügt über Subbass 16 Fuß und ein Violoncello 8 Fuß. Die Orgel besitzt feste Kombinationen für Piano und Forte sowie eine Pedalkoppel und eine Superoktavkoppel. Mit Hilfe dieser Superoktavkoppel entwickelt das kleine Instrument eine ungeahnte Klangfülle und einen fast schon sinfonischen Charakter. Wir hören dies abschließend in der Festfantasie über »Ich hatt einen Kameraden« aus der Feder von Max Gulbins. Dieser 1862 in Ostpreußen geborene und später in Schlesien wirkende Komponist widmete das Stück seinem 1918 gefallenen ältesten Sohn Erich. Die Orgel in Friedrichslora. Letzter Ausklang eines Unternehmens, das den mitteldeutschen Orgelbau im 19. Jahrhundert und die Orgellandschaft Thüringens wesentlich mitgeprägt hat.